Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Hoaxilla, unserem skeptischen Podcast. Wir freuen uns sehr, euch zu dieser Premierenausgabe begrüßen zu können. Wir, das ist meine Frau Alexa. Hallo alle zusammen. Und meine Person Alexander. Zurück in die Zukunft! Ja, mit diesem kleinen Ausflug in die Vergangenheit dürfen wir euch an unserem vierten Geburtstag willkommen heißen zur 161. Episode von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer seit 4 Jahren an meiner Seite die wunderbare Hoax Mistress Alexa. Hallo ihr da draußen. Und ich bin der Hoax Master Alexander. Und wir werden nachher noch einiges zum vierten Geburtstag von Hoaxilla und vielen Dingen, die darum geschehen werden, berichten. Aber jetzt machen wir erstmal weiter in der Sendung. Der Woche. Auch in der Story der Woche kehren wir diesmal zu den Hoaxilla-Wurzeln zurück. Und das Thema ist genau wie in der ersten Folge Coca-Cola. Und zwar geht es um eine Werbekampagne, die gründlich schiefgelaufen ist, obwohl sie eigentlich eine ganz gute Idee war. Man wollte Mitte der 90er Jahre diese toll kurvig geformte Coca-Cola-Flasche wieder einführen und bekannt machen. Und da ist ein Werbeplakat gezeichnet worden, das erstmal natürlich mit dieser Flasche aufmachte, also ganz dick und fett und in der Mitte. Darüber war eine Sprechblase, da stand drin "Feel the Curves". Und jetzt stand diese Coca-Cola-Flasche in einer Art Sockel oder einer Art Bett aus Eiswürfeln, was natürlich auch schön passt zu der Flasche. Nur hat sich derjenige, der das Ganze gezeichnet hat, einen Scherz erlaubt. Der hat nämlich in einer Ecke, wo man es relativ schwer erkennen konnte, so in einem der Eiswürfel eine Art Spiegelung versteckt, die einen Frauenkopf zeigte, und gegenüber dieses Frauenkopfes befand sich ein Penis. Das heißt also, es sah so aus, als würde die gleich mit etwas anfangen. Genau. Und das ist zunächst überhaupt nicht aufgefallen, weil wahrscheinlich niemand genau genug hingeguckt hat. Nur als das Ganze schon veröffentlicht war, da ist das dann natürlich rausgekommen und alles musste zurückgerufen und vernichtet werden. Das hat bestimmt eine teure Schadensersatzklage für den Grafiker bedeutet, oder? Er wurde wahrscheinlich seines Lebens nicht mehr froh, wenn die Geschichte stimmt. Aber ein lustiger Gag, wenn es denn so gewesen ist. Ja. Na gut, wir klären am Ende der Sendung dann auf, ob diese Geschichte eine wahre oder eine erfundene ist, und machen dann jetzt erstmal weiter mit unserem Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, das heutige Thema der Woche firmiert im Internet im englischsprachigen Raum unter dem Begriff Baltic Sea Anomaly, was man im Deutschen mit der Ostsee-Anomalie übersetzen würde. Und das ist schon eine relativ spannende Betrachtung, dass der englischsprachige Teil des Internets dieses Phänomen doch deutlich anders betrachtet als der deutschsprachige Raum des Internets. Das werden wir nachher nochmal herausarbeiten. Aber um was genau geht's denn, wenn wir von der Baltic Sea Anomaly sprechen? Zunächst mal um einen Zufallsfund. Mhm. Ein paar Schatzsucher, ein Peter Lindberg und sein Kollege, sind auf große Fahrt gegangen, irgendwo vor der Küste Schwedens, im Sommer 2011. Und eigentlich waren die auf der Suche nach Wracks, von denen man sich versprach, dass da hochwertiger und uralter und furchtbar teurer Alkohol lagert. Das haben die schon mal auf diese Art und Weise durchgezogen in den 90er Jahren. Mhm. Und haben das Wrack der Jönköping gefunden. Und da lagerte also tatsächlich ein Alkoholschatz, wenn man so will, der dann auch furchtbar teuer versteigert worden ist. Insofern hatten die da Blut geleckt und sind mit ziemlich professioneller Ausrüstung dann irgendwie da auf
die Suche gegangen. Was sie dann aber entdeckt haben, war etwas ganz anderes. Die haben ein Sonarbild auf einmal zur Auswertung bekommen, auf dem man ein sehr, sehr großes, kreisrundes Objekt sah, was auf den ersten Blick, also wo jeder denkt, wenn er das Bild sieht, oh, das ist aber von Menschenhand gemacht, das kann keine natürliche Formation von was auch immer sein. Mhm. Und das war der Anfang dieser ganzen Baltic Sea Anomaly Geschichte, weil die dann natürlich nochmal das genauer wissen wollten. Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Champagner von der Jon Köpping, damit man das auch wirklich einordnen kann, warum die denn, warum man sowas macht. Denn die haben tatsächlich einige Flaschen Champagner dann von der Jon Köpping geborgen, die noch heile waren. Also es sollten sich da, wenn ich kurz ergänzen darf, 50 Kisten Champagner, 17 Fässer Wein und 67 Fässer Cognac drauf befunden haben. Und insbesondere der Champagner, davon wurden bei Christie's, bei dem bekannten Auktionshaus, 24 Flaschen verkauft. Und heute spricht man davon, dass die Flaschen, die es noch gibt, inzwischen einen Wert von 25.000 Euro haben, einen Sammlerwert. Damals sind die für, glaube ich, 7.000 Pfund verkauft worden bei Christie's. Also ein ordentlicher Reibach, den sie damals gemacht haben. Da das offensichtlich in ihre Kassen floss, hatten sie also auch genügend Geld, um diese Expeditionen, von denen wir jetzt dann sprechen, sich zu finanzieren. Also zunächst sie wussten, zumindest. Sie wussten also genau, was sie tun und dass man davon auch oder damit auch Geld verdienen kann. Und das vielleicht zur Einordnung der Personen, um die es geht. Sie haben gegründet eine Firma, die sie relativ marketingtauglich Ocean X Team genannt haben. Das ist also das Team, was jetzt sich also auf die Suche nach weiteren Schätzen macht. Und natürlich, wenn man sich die Ostsee betrachtet, die ja immer sehr, sehr viel befahren war, sozusagen als Binnenmeer schon fast gesehen, einfach viele, viele Handelswege seit Jahrhunderten beinhaltet hat und natürlich eine Fundgrube für gesunkene Schiffe ausmacht, insbesondere weil ja auch Teile der Ostsee dann letztendlich internationales Gewässer sind und da niemand Hoheitsanspruch drauf hat. Was ich zum Beispiel auch witzig finde in dem Zusammenhang ist, dass der Zar, also Alexander, der dann ja hinterher ein schlimmes Ende gefunden hat, sich zum Beispiel über Schweden mit Champagner beliefern ließ. Mhm. Also kann man schon sehen, wie da die Handelswege waren und dass sich das auch durchaus gelohnt hat. Genau. Also so viel erstmal zu der Einordnung der Personen dieses Ocean X Teams. Und Alexa sagte schon gerade, auf der Suche nach weiteren gesunkenen Schätzen hatten sie dann ein Sonarbild gefunden, einer Formation, die, wie du hast es gerade schon gesagt, so aussah, als ob sie von Menschen geschaffen worden ist. Und dann begann eine, sie haben eine Medienveröffentlichung, eine Pressemitteilung geschaltet, haben dieses Bild veröffentlicht und danach begann eine Berichterstattung sondergleichen. Ja, also wobei ich es ganz spannend finde, dass sie das eigentlich recht geschickt angefangen haben. Also sie haben natürlich nicht mit der Meldung aufgemacht, hurra, wir haben ein UFO gefunden, sondern sie haben immer nur gesagt, das kommt uns merkwürdig vor. Also wir glauben ja eigentlich auch nicht wirklich ein UFO, aber vielleicht doch. Und eigentlich muss die ganze Welt außer uns entscheiden, was es denn sein könnte. Es ist eigentlich sehr klug angefangen, weil natürlich jeder rumspekuliert hat, um was es sich handeln kann. Und wenn man sich da Bilder anschaut, also erstmal ist es da ganz schwierig, wenn man da die Bildersuche mal betätigt, die Spreu vom Weizen zu trennen, weil man auch unfassbar viele Bilder findet, die ganz eindeutig entweder sowieso gezeichnet sind oder irgendwie nachbearbeitet sind. Wenn man auf der Suche nach dem Original so Nahbild dann mal ein bisschen rumforscht, dann sieht man, dass man auf diesem Bild eigentlich gar nicht so viel erkennen kann und dass es voller Artefakte ist vor allen Dingen. Da kommen wir vielleicht auch noch mal nachher drauf. Mhm. Auf jeden Fall wurde relativ schnell unter den ganzen Leuten, die sich damit beschäftigt haben, die Parole ausgegeben, das Ding sähe aus wie der Millennium Falcon aus Star Wars. Mhm. Das ist also wirklich so ein ganz ikonografisches Bild und legt natürlich nahe, dass es irgendwie ein Raumschiff ist. Und tatsächlich erkennt man da irgendwie auch runde Formen auf dem Bild. Man erkennt auch irgendwie so sehr, sehr gerade gezogene Rillen und Formen, die einem durchaus ein bisschen seltsam vorkommen können. In der Nähe von diesem großen, ungefähr 60 Meter im Durchmesser umfassenden Objekt befindet sich noch ein zweites, was ein bisschen so ähnlich ausschaut.
Und naja, die Jungs haben dann halt irgendwie so ihre Marktlücke gewittert und haben angefangen, diese Baltic Sea Anomaly großartig zu vermarkten. Es gab verschiedene Theorien dessen, was denn dort jetzt gefunden worden ist. Der Millennium Falcon war insbesondere in den amerikanischen Medien sehr, sehr schnell. Fox News hat dann berichtet und hat, wenn man denn den Millennium Falcon kennt und das Bild in die richtige Position dreht und dann im Zweifel zwar auch noch so ein paar Hilfslinien einzeichnet, dann ist man ganz schnell dabei, dass man sagt, jo, das sieht aus wie der Millennium Falcon, aber natürlich ist es nicht ganz so einfach. Aber das war eine Theorie. Sehr schnell war man bei der Hand zu sagen, es handelt sich um ein abgestürztes UFO, weil dieses Objekt am Ende einer längeren Rille, so schien es auf den Sonaraufnahmen zu liegen scheint. Und das sieht tatsächlich so aus, als ob das Objekt über den Meeresboden, das liegt ungefähr 90 Meter Tiefe, 87, 90 Meter Tiefe, so in dem Bereich, geratscht wäre, so möchte ich das mal vielleicht formulieren, und dann liegen geblieben ist. Also typischerweise das, was man sich vorstellen würde, wenn ein rundes UFO-artiges Objekt aufschlägt, rutscht und dann liegen bleibt. So deuteten dann einige Ufologen oder auch Leute, die sich die Sonaraufnahmen angeschaut haben, die Sonaraufnahmen. Andere haben gesagt, natürlich sind UFOs völliger Blödsinn, das ist natürlich kein UFO, aber es ist doch ganz eindeutig, dass das ein Überbleibsel des verlorenen Kontinents von Atlantis ist, denn das scheint eine Art Bauwerk zu sein. Man kann an einer Stelle sogar so eine Vertiefung sehen, die aussieht, als ob eine Treppe nach unten führt, also ein Eingang zu etwas, und da natürlich auch in der Ostsee Atlantis vermutet wurde, schon längere Zeit, kann man also ganz eindeutig sagen, das sei ein Überbleibsel von Atlantis. Eine weitere Theorie. Wenn ich diese Theorie gerne erzählen darf, Dr. Axel Stoll zum Beispiel fragen würde, um was es sich bei der Baltic Sea Anomaly handeln würde, und er würde sich das angucken, dann wäre er wahrscheinlich zutiefst davon überzeugt, dass es eine reichsdeutsche Flugscheibe ist, die Ende des Zweiten Weltkrieges in der Ostsee wahrscheinlich beim Erkundungsflug über Osteuropa und Russland abgestürzt ist. Und deshalb auch diese Absturzspuren, aber natürlich gibt es ja gar keine Alien-UFOs, sondern das sind alles Flugscheiben der Nazis, Haunebu-Flugscheiben. Das wären dann die, von denen, da wird doch immer, wer war denn das? Der Byrd, Admiral Byrd, wird doch immer falsch zitiert, und er habe gesprochen von irgendwelchen Fluggeräten, die sich blitzschnell von Pol zu Pol bewegen können. Genau. Das wären dann natürlich solche Flugscheiben, die dann wahrscheinlich auf dem Weg abgestürzt sind. Übrigens heißen die Haunebu, wie hat er das genannt in dem Hanebu, ne? Nee. Honeybu-Flugscheibe, also auf N24. Eigentlich müsste ja N24 als Haus- und Hofsender des Hörers das besser wissen. Der live aus Neuschwabenland sendet. Ja, genau. Aber in einer Dokumentation, oder war es NTV? Nee, ich glaube, es war NTV. Ja. Entschuldigung. Aber Sie sprechen von einer Honeybu-Flugscheibe. Da muss man nochmal ein bisschen sauberer nachrecherchieren. Aber das ist eine Theorie, die es auch gibt. Also eine reichsdeutsche Flugscheibe, die dort abgestürzt ist. Es gibt noch eine Theorie, die dann schon wieder ein bisschen, sagen wir mal, näher an der Realität ist. Es gibt nämlich einige Leute, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, okay, das sieht nicht natürlich aus, aber auch UFOs sind Quatsch. Atlantis hat es auch nicht gegeben, und das war eine Theorie, die sich wohl auch eine gewisse Zeit gehalten hat, nämlich, dass es ein Geschützturm eines Kampfschiffes, also eines Kriegsschiffes handelt, der sozusagen sich vom Schiff gelöst hat und dann zu Boden gesunken ist, was diese runde Form erklären kann und auch so diese Aussparung, weil da wäre dann letztendlich das Rohr, aus dem der Geschützturm schießt, eigentlich gewesen. Das ist jetzt nicht mehr vorhanden, und das könnte auch erklären, warum es so einen Schacht nach unten gibt, weil das haben diese Geschütztürme auch mitunter auf Kriegsschiffen, sodass das also eine weitere Theorie war, zu sagen, vielleicht ist es ein Geschützturm eines Kriegsschiffes, was gesunken ist in der Ostsee. Was macht man jetzt, wenn man all diese Vermutungen hat und ansonsten nur Bilder? Richtig, man versucht ein paar Proben zu nehmen, sich auf den richtigen, hoffentlich auf den richtigen Weg zu begeben. Das wurde auch gemacht. Das Problem ist, dass die Auswertung der Proben scheinbar so ein bisschen mit den Erfolgsaussichten von Ocean Explorer oder Ocean X kollidierte.
Es wurden dann Proben genommen, es wurde ein Herr Brüchert oder Brückert zu Rate gezogen, der als seines Zeichens als Geologe dann natürlich seine Meinung abgeben sollte. Nur wurde er dann teilweise verkürzt zitiert. Und zwar so, dass es scheint, als sei auch er vollkommen überrascht von dieser Art Proben, die er da bekommen hat. Und als sei dieses Objekt an dieser Stelle völlig out of place und somit absolut ungewöhnlich und tatsächlich eine Anomalie. Aus der Eiszeit stammend, das haben Sie immer genau noch zitiert. Genau, das war dann immer noch mit drin. Tatsächlich ist es wohl so, Brückert sagte, dass hauptsächlich in den Proben Granit, Gneis und Sandstein vertreten war. Es wurde auch ein bisschen Basaltgestein gefunden und somit weist das Ganze ganz klar in eine bestimmte Richtung, die nun überhaupt nichts mit Flugscheiben oder UFOs oder wie auch immer zu tun hat. Es scheint wohl, so sind die Geologen verblieben, so zu sein, als sei es eine Gesteinsformation, die vulkanischen Ursprungs ist und dann über die Gletscherbewegungen, die genau in dieser Gegend massiv stattgefunden haben und die Landschaft auch stark verändert haben, dorthin transportiert worden. Das ist durchaus nichts Ungewöhnliches, das findet man recht häufig und macht natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung zunichte, da nun einen großen Reibach zu machen mit dieser Entdeckung. Insofern wurde das natürlich immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt oder aus dem Zusammenhang gerissen oder anders zitiert, sodass man den tatsächlichen Geologen und den Experten da auch Unrecht tut. Während sich die Leute aus dem Team Lindbergh und Konsorten dann hinterher auch ganz gerne mal als Opfer stilisiert haben, die dann sich quasi einer Hetzkampagne ausgesetzt sahen, weil sie weiterhin dran geglaubt haben, das sei nun eine Anomalie und da sei auf jeden Fall noch mehr zu untersuchen und noch mehr dran. Und sie hätten sich dann einer ja quasi schon rufschädigenden Kampagne gegenüber gesehen. Die Frage ist jetzt ja wirklich, was ist es denn? Ja, außer Spesen nichts gewesen oder ist da doch mehr dran? Man kann definitiv sagen, dass man es nicht genau weiß, aber die Aussagen von Herrn Brückert, wenn man sie denn mal ein bisschen ausführlicher zu Rate zieht, und es gibt dann nochmal Webseiten, die haben ihm einfach eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, Mensch, die werden da zitiert und so wie sie zitiert werden, klingt das so, als ob sie das für furchtbar ungewöhnlich halten. Und da war er dann relativ überrascht und hat dann aber sehr freundlich geantwortet und gesagt, na, ist ja schön, dass das mal einer hinterfragt. Nee, da ist gar nichts Ungewöhnliches dran. Also für Herrn Brückert besteht eigentlich kein Zweifel darin, dass es sich um eine natürliche Gesteinsformation handelt. Man sollte eigentlich meinen, dass es damit erledigt ist. Ja. Aber natürlich kommen jetzt auch schon wieder die Stimmen, gerade merkwürdigerweise auf deutschen Internetseiten, die sagen, okay, dann ist das UFO eben irgendwie aus Stein oder so. Ja. Aber ein UFO it is, genau. Nichtsdestotrotz. Das kann nicht von der Natur geschaffen sein. Und Herr Brückert hat dann nochmal genau erklärt, dass also die, du hast es ja schon gesagt, also die Gesteinsarten, die dort drin sind, nicht ungewöhnlich sind. Und dass das Vulkanische, was an der Stelle natürlich gar keinen Sinn macht, da legt auch schon mal Wert drauf zu sagen, naja, das verbranntes Gestein, Basalt, das kann da gar nicht auftauchen. Und da sagt Herr Brückert, naja, aber die Ostsee war halt auch in der Eiszeit massiv von Gletschern betroffen und überzogen. Und genau diese Gletscher, die sich ja bewegt haben, haben diese Materialien mitgenommen. Und durchaus denkbar ist auch tatsächlich eventuell, dass sich ein Teil von einem Gletscher über diesen Boden geschoben worden ist. Was auch diese Spuren, diese Rillen und so weiter, was man da sieht, erklären könnte. Man sollte auch noch beachten, das sagte ich am Anfang schon, dass eben dieses Original-Sonarbild durchaus mit einem Gerät aufgenommen wurde, das jetzt nicht so hundertprozentig auf dem neuesten Standard war und auf dem höchsten Stand war. Und insofern muss man natürlich auch da mit ganz, ganz mieser Qualität irgendwie zurechtkommen. Und da kann man dann nicht bis ins letzte Detail auch wirklich alles erkennen. Also mich erinnert das Ganze so ein bisschen an die Sache mit dem Mars-Gesicht. Mhm, genau so. Also da setzt dann wieder die menschliche Mustererkennung ein und dann tut sie ihr Übriges. Und die Menschen, die nun unbedingt glauben wollen, dass es Atlantis oder ein UFO ist, die werden sich sowieso nicht überzeugen lassen, dass es eine natürliche Formation ist.
aber die Experten sind sich da durchaus einig. Kleine Randnotiz noch, Lindberg und Co. geben nicht auf, die machen weiter ja. und werden jetzt, wie man auf der Website von denen nachlesen kann, neuerdings von Volvo gesponsert. Das heißt also diese lange Suche nach einem Sponsor, damit sie ihre weiteren Expeditionen finanzieren können, hat wohl ein Ende. Mustererkennung ist ein wichtiger Hinweis, den ich gerne nochmal aufgreife, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen. Der Mensch versucht immer in Stimuli, also in Bildern oder in Eindrücken, etwas zu erkennen, was für ihn Sinn macht. Ja. Das ist für das Überleben durchaus sehr, sehr sinnvoll, dass wir das tun. Blöd ist es dann immer, wenn so ein diffuses Sonarbild uns gezeigt wird und eine Generation von Menschen, die Star Wars gesehen hat, dann den Millennium Falcon da sieht und dann ein außerirdisches Raumschiff assoziiert. Leider gibt's die am Anfang in der so kurz zitierte Zeitmaschine ja nicht. Es wäre ja mal spannend, in die 50er Jahre zurückzufahren, den Leuten dieses zu zeigen oder vielleicht sogar noch in die 30er Jahre, um mal zu hören, was die sagen würden. Die würden mit Sicherheit nicht den Millennium Falcon sehen, weil es den einfach gar nicht gegeben hat zu der Zeit. Und somit wäre das kein Muster gewesen, was man erkennen kann. Immer dann, wenn Gesteinsformationen ungewöhnlich wirken, neigen wir dazu, anzunehmen, dass der Mensch manipuliert haben muss. Und es gibt aber zahllose Beispiele. Immer wieder gibt es ja auch diese Straße unter Wasser, über die wir auch, glaube ich, schon mal... Bimini-Straße, über die wir schon mal berichtet haben, wo man sagt, das kann nicht natürlich sein, diese Steine, das muss eine Unterwasserstraße für Riesen gewesen sein. Und Geologen sagen dann relativ unaufgeregt, und vielleicht ist genau das das Problem, nö, völlig normal, wenn die und die Zustände eintreten, dann ist Erosion an den Gesteinen so, wie man es da sieht, und dann sieht das halt komisch aus, ist aber so. Und ähnlich wird es auch bei der Ostsee-Anomalie, um mal den deutschen Begriff zu benutzen, sein. Wir wissen es nicht. Sicherlich kann man da nochmal eine Expedition hinmachen. Wenn Volvo das jetzt finanziert, ist das ja vielleicht ganz nett mit einem besseren Gerät. Aber es steht zu vermuten, dass auch dann letztendlich wahrscheinlich keine wirklichen Ergebnisse kommen werden, sondern es wieder etwas diffus und fadenscheinig bleiben wird, um das Interesse aufrechtzuerhalten. Das Ocean X-Team hat ja auch den ursprünglichen Plan mal gehabt, mit dem U-Boot Touristen letztendlich dahin zu bringen. Genau. Also da besteht auch durchaus ein wirtschaftliches Interesse daran, dass das eine ungewöhnliche Stelle im Ozean bleibt. Merchandise gibt es auch. Merchandise gibt es, um das ja zu finanzieren. Und letztendlich sollte man bei Phänomenen dieser Art zunächst einmal Occam's Razor anwenden und sollte sagen, muss es auch unbedingt eine außergewöhnliche Lösung sein oder gibt es eine befriedigend gute Erklärung, wenn sie auch immerhin nur theoretisch ist, die aber mit den bestehenden Dingen, die man über unsere Welt, Umwelt und Natur weiß, zu einem Erklärungsmodell liefern oder kommen. Und im Fall der Ostsee-Anomalie scheint es also tatsächlich so zu sein, dass Geologen auch da wieder vollkommen unaufgeregt mit ein paar Fachbegriffen um sich werfen und sagen, das ist aus der Eiszeit, da hat es Gesteinsverschiebungen gegeben, Gletscher haben Material mitgenommen, Gletscher sind dafür bekannt, Steine rundzuschleifen, komische Schlieren und Spuren zu hinterlassen und der Rest ist das unscharfe Sonarbild. Also kann man zunächst mal sagen, außer Spesen nichts gewesen. Wir werden die Ocean X-Seite natürlich verlinken im Forum. Man kann dann also deren Abenteuer weiterverfolgen. Es gibt einen relativ langen eigenen Dokumentarfilm dieses Ocean X-Teams, der aber doch auch eher extrem langweilig ist. Ja, ich habe es nicht ganz durch. Also ich habe es nicht im Ganzen, sondern immer nur mit Sprüngen durchgehalten. Extrem viel Monologmaterial. Also man hätte das sicherlich auch ein bisschen zusammenstreichen können. Unterhaltsamer sicherlich die NTV-Dokumentation, die wir auch verlinken werden. Hannibu. Flugscheibe. Wobei man aber auch da sagen muss, sie haben es geschickt geschafft, 40 Minuten voll zu kriegen, ohne tatsächlich großartig viel über diese Anomalie zu reden. Das fand ich auch ganz spannend. Also der nennenswerte Fakt, um den es eigentlich ging, war relativ kurz und es wird dann eine sehr persönliche Geschichte aufgebaut, aber eigentlich also um die beiden Chefs von Ocean X, aber Fakten über die Anomalie gibt es also eigentlich wenig in der Dokumentation. Was mich halt so ein bisschen nervt, ist, dass das so die missverstandenen Wahrheitssucher sein sollen, die aus allen Ecken beschossen werden. Ja. Das ist so ein bisschen
Und ich glaube schon, dass sie durchaus auch wirtschaftliche Interessen haben. Ja, also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie dahin aufgebrochen sind mit der Prämisse oder unter der Prämisse, jetzt nur die Welt an der Nase rumzuführen. Aber die werden natürlich auch ganz genau wissen, wie sie Publicity am besten kriegen und wie sie das Ganze auf solide wirtschaftliche Füße stellen. Wir werden euch einige Artikel verlinken. Mal gucken, also die Ostsee-Anomalie, da machen wir mal nur die Google-Suche, dann könnt ihr euch das selber durchlesen, weil auf Deutsch gibt es überhaupt gibt's nur Schwurbelei. Keine kritische Seite. Nicht, also ich habe keine gefunden. Ich habe irgendwie die ersten 5 Google-Seiten durchgeguckt, wo dann auch wieder das typische Phänomen auftritt, dass eine Seite von der anderen in der Regel abschreibt. Eine Seite hat sogar geschrieben, die glauben doch wohl, oder das sollen wir wirklich glauben, fand ich auch eine sehr schöne Überschrift, also wo dann gesagt wird, na diese Geologenerklärung, so blöd können wir doch nicht sein, das zu glauben. Wo ich dann auch sage, warum denn nicht? Das ist die einzige Erklärung. Weil es von Wissenschaftlern kommt, die sind alle böse. Die einzige Erklärung, die irgendwie Sinn macht an der Stelle. Aber das vielleicht hat sich da die deutsche Google-Suche dann mal ein, zwei ganz gute skeptische englische Artikel, unter anderem auch die junge Dame, die Herrn Bruckert da eine Mail geschrieben hat und darüber da berichtet, weil das fasst es dann relativ kurz und unaufgeregt zusammen. Und wenn es denn mal was Neues gibt, werden wir sicherlich uns nochmal um die Ostsee-Anomalie kümmern, zumal das ja auch ein Hörerwunsch war, dieses Thema, das mal zu betrachten. Deswegen haben wir das jetzt auch nochmal zum 4. Geburtstag aufgegriffen. Und war auch spannend und nett. War auch spannend und nett und sicherlich könnt ihr euch da ganz viele Fotos angucken. Also du hast es ja schon gesagt, die Google-Suche, ich glaube, das ist ein echtes Foto. Ich weiß und der Rest, auch das Episodenfoto, was wir benutzen werden, das ist natürlich alles gemacht. Und sieht dann zum Teil aus wie Alien oder sonst wie, aber hat natürlich damit gar nichts zu tun. So, und dann wollen wir doch jetzt nochmal hören, ob sich der Grafiker von Coca-Cola oder von der Werbeagentur, die für Coca-Cola gearbeitet hat, einen Scherz erlaubt hat. Die Auflösung. Ja, Fear the Curves. War das jetzt wahr oder nicht? Hat tatsächlich sich der Designer eines Coca-Cola-Werbeplakates einen kleinen Scherz erlaubt und da ganz versteckt einen Frauenkopf mit einem Penis gegenüber eingebaut. Das war tatsächlich so. Die Geschichte ist wahr und hat sich 1995 abgespielt. Und es ist bei dieser ganzen Geschichte ein Schaden entstanden, der so an die $200,000 ging. Und dieser arme Designer, der hielt das vielleicht zu dem Zeitpunkt für eine gute Idee, das zu machen, hat sich wahrscheinlich am Anfang tierisch ins Fäustchen gelacht, aber hinterher war er wahrscheinlich nicht mehr ganz so happy. Tja, erstaunlich. Tja. Doof gelaufen an der Stelle. Ja, 4 Jahre Huxilla. Wir können an der Stelle jetzt schon mal allen Leuten sagen, ab jetzt machen wir ein bisschen Eigenwerbung und reden über uns selber. Ihr könnt jetzt gerne abschalten. Es gibt jetzt persönliche Dinge. Wem das nicht in den Kram passt, der macht jetzt am besten aus. Der Rest kann natürlich gerne zuhören, wie wir ein ganz kleines bisschen noch reminiszieren über vergangene Zeiten. Tatsächlich am 18. Mai 2010 gab es die erste von dann jetzt heute 161 Episoden. Damals haben wir uns das natürlich nicht träumen lassen, dass das so lange laufen wird. Und wenn wir auf die 4 Jahre jetzt zurückblicken, wie viele tolle Menschen wir treffen durften, mit wie vielen tollen Menschen wir zusammenarbeiten durften und in, ja, jetzt nicht mehr ganz, guck mal gerade, ja, in 2 Wochen ist es schon wieder alles vorbei, sind wir ja auf der Konferenz in München, haben da ein Hörertreffen, werden nochmal eine Lesung machen aus unseren Büchern, also all die Dinge, wo wir mal gesagt haben, wenn alles gut läuft, vielleicht kriegen wir mal ein Buch veröffentlicht oder so, das ist inzwischen alles passiert. Was für uns besonders schön ist, und das ist seit gestern ja auch angekündigt und ihr findet das auch auf unserer Homepage, ist, dass jetzt offiziell klar ist, dass Ende des Jahres das erste echte Huxilla-Buch erscheinen wird. Das Buch wird den Titel The Hoax Files tragen. Am Untertitel knacken wir gerade noch, den das haben wird. Denn die Idee grundsätzlich ist, wenn das Ding jetzt nicht der absolute Ladenhüter wird, dass daraus eine Reihe werden soll. Also Alex und ich planen eigentlich, dass wir jedes Jahr eines dieser Bücher veröffentlichen. Und anders als das Viva Britannia Buch, über das wir vielleicht schon mal geredet haben, von Sven Rudloff, was ein sehr, sehr, sehr schönes Buch natürlich ist, wird es in dem Huxilla Buch nicht so sein, dass wir einfach nur 10 oder 12 Folgen nehmen und das aufschreiben, was wir in der Sendung gesagt haben, sondern
es wird so eine ganz eigene Form geben, wo wir eine fiktionale Rahmengeschichte dabei sind, gerade zu entwickeln und die schon im Hinterkopf haben, mit tatsächlich Alexa und mir in der Hauptrolle. Da wollen wir aber noch gar nicht irgendwie sagen, um was es wirklich geht. Genau, das wollen wir nicht, aber so viel schon mal. Es soll einfach eine ganz ungewöhnliche Mischung werden, aber nicht so, dass man das nun alles mitnehmen muss, wenn man es nicht unbedingt will, sondern wer möchte, kann auch einfach nur die Sachkapitel lesen und alles andere außen vor lassen oder sich halt mal wirklich in dieses Universum stürzen und mal gucken, was wir uns da an verrückten Sachen ausgedacht haben. Und wer das Buch Die unendliche Geschichte kennt, der weiß auch schon, dass es durchaus sein kann, dass wir so ein bisschen mit Schriften spielen werden, damit man immer weiß, ob man sich gerade im fiktionalen Teil, also im erfundenen Teil der Geschichte oder im Sachbereich befindet. Und was uns an der Stelle auch besonders freut, ist, dass das Cover des Buches, das dürfen wir jetzt auch endlich offiziell machen, da sind wir seit langer, langer Zeit am Planen und Sprechen und uns dann einig werden. Es wird gezeichnet werden von der wunderbaren Sarah Burini. Wir unendlich glücklich sind. Ist wirklich super. Irre. Wer Sarah Burini nicht kennt, Sarah Burini ist eine Kölner Comic-Künstlerin, die seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich ist. Sie macht einen Webcomic, der auch kostenfrei ist. Das Leben ist kein Ponyhof. Da gibt es auch schon mehrere Comicbücher von. Und Sarah hat uns schon mal zur Skeptiker-Konferenz in Köln in einem kurzen Comic gezeichnet. Und ich hatte immer so ein Cover für das erste Huxilla-Buch, bevor wir überhaupt wussten, dass es das jemals geben wird, im Kopf. Wenn es mal ein Buch gibt, muss das so aussehen. Und als ich dann uns von Sarah gezeichnet gesehen hatte, habe ich gesagt, das muss Sarah Burini machen. Und da kann man auch sagen, dass der JMB-Verlag in Hannover, bei dem das Buch erscheinen wird, super toll war in den Verhandlungen. Und das Cover kostet auch tatsächlich ein bisschen Geld. Was auch richtig ist, dass Sarah da Geld für kriegt. Das ist also kein Geschenk, sondern sie ist ja nur auch Künstlerin und freischaffend und muss von irgendwas leben. Und deswegen wird das Cover ganz, ganz toll. Was ihr im Moment auf der Homepage seht und auch auf der Seite von JMB Verlag, ist ein erster Entwurf, an dem noch massiv weitergearbeitet wird. Und das Buch könnt ihr ab jetzt vorbestellen beim JMB Verlag. Es wird 14,95 kosten. Jens hat 200 Seiten angegeben. Ich glaube, es wird ein bisschen mehr haben. Davon ist auszugehen. Wer jetzt bis Halloween bestellt, das können wir schon mal ankündigen, der wird ein signiertes Exemplar des Buches bekommen. Und ihr könnt das Buch auch bestellen und dann kriegt ihr eine Rechnung, wenn das Buch fertig ist. Das heißt, ihr müsst nicht in Vorleistung gehen. Aber es wäre für uns insgesamt sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn ihr sagt, Mensch, das Buch interessiert mich sowieso. Dann bestellt das schon mal, weil das für die Planung von verschiedenen Dingen, auch für Jens mit seinem Verlag, super wäre, wenn wir schon mal abchecken könnten, wie groß das Interesse am Buch ist. Wie gesagt, ihr würdet dann irgendwann im November, denke ich, in das Buch und die Rechnung dann bekommen. Mitte November soll das Buch erscheinen. Und natürlich ist das Buch auch ein klasse Weihnachtsgeschenk. Also das können wir vielleicht dann auch schon mal ankündigen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das Buch machen können. Wir hoffen, dass euch gerade dieser fiktionale Teil des Buches gut gefallen wird. Das war jetzt ganz viel Eigenwerbung. Mhm. Ja, wissen wir. Aber es hilft ja nichts, denn auch Alexa ist selbstständig und irgendwie müssen auch wir Butter aufs Brot kriegen. Und da Huxilla nach 4 Jahren immer noch kostenfrei ist, der Podcast, und der Podcast auch weiterhin immer kostenfrei bleiben wird, wir sind davon abgegangen, das haben uns viele Leute gesagt, zu sagen, nehmt doch Geld für die Folgen, die ihr veröffentlicht. Warum macht ihr das umsonst? Das ist so unglaublich viel Arbeit. Und wir haben immer gesagt, nein, der Podcast, das Kernprojekt, wird immer kostenfrei bleiben. Und wenn die Leute uns dann gut finden, unterstützen wollen, haben sie andere Mittel und Wege, das zu tun. Ihr könnt das jetzt dann auch durch Dinge wie Bücher oder andere Sachen machen. All diejenigen, die fragen, vermutlich oder umgedreht wahrscheinlich wird das Buch sogar auch als E-Book erscheinen. Da sind wir gerade am Plan, dass wir auch das hinkriegen, sodass all diejenigen, die sagen, naja, aber kein E-Book, dann kaufe ich das nicht, wahrscheinlich auch zufrieden sein werden. Also wir versuchen da auf alle Wünsche einzugehen und vielleicht können wir dann damit ein bisschen Geld verdienen, denn die Arbeit, die wir machen, die ist da, und die Zeit, die wir verbrennen für euch, was wir sehr gerne tun, aber das ist halt auch echt viel Zeit. Das zum Credo des Ausverkaufes der Marke Huxilla. Das ist jetzt soweit, jetzt verkaufen wir alles aus. Als Hinweis nochmal, wer uns treffen will in lustiger Runde am 30. Mai, die nächste Gelegenheit,
beim großen Hörertreffen der Podcon 2014 mit ganz vielen Podcastern. Da sind auch Podcaster, die jetzt nicht offiziell auf der Homepage stehen, die aber auch tolle neue Podcasts haben, die ihr da treffen könnt. Ihr könnt auf alle Fälle den Buddler treffen, der in der Sendung war. Sebastian Bartuschek wird da sein, der Sven Rutloff. Und wenn ich die drei nenne, kann ich auch sagen, nächste Woche Freitag am 23. Gibt es eine neue Folge des Psychotalks. Das noch gerade geplackt. Und am 31. dann eine Lesung in München. Und als letzter Hinweis, am 3. Juni gibt es einen Vortrag von uns in Nürnberg im Planetarium, im Nikolaus Kopernikus Planetarium zum Thema Außersinnen. Und, ich darf gerade darauf hinweisen, dass der Hoaxmaster die Merkel-Raute ja, macht. Warum grad, tust du ich werde ein bisschen staatsmännisch gerade. Da freuen wir uns auch sehr drauf auf den Vortrag. Und wer jetzt sagt, was kommt denn nach 4 Jahren Hoaxilla, da können wir nur sagen, ich gucke hier gerade so meinen Kalender rein und habe so einige Termine da drin stehen, die wir begehen werden und Kontakte mit Menschen, die wir begehen werden, sodass man ganz klar sagen kann, das wird auf gar keinen Fall langweilig werden. Wir haben neue Ideen, Hoaxilla Crime im Jahr 2014. Wir haben ein Projekt, was nach allen Rückmeldungen, die wir bekommen, super, super gut angekommen ist. Und wir haben ein weiteres Projekt dieser Art, also nicht Crime, aber eine Zusammenarbeit mit jemandem vor, zu einem äußerst spannenden Thema. Und ich glaube, das wird auch richtig, richtig gut. Darauf freue ich mich. Da werden wir uns in der nächsten Woche sogar schon treffen, um das mal ein bisschen durchzuplanen. Mhm. Du weißt, wen ich meine, wenn du die Folge hörst. Und das wird eine sehr schöne Geschichte. Und insofern bleibt Hoaxilla immer noch spannend. Und es wird noch etwas ganz, 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 ganz Neues geben. Aber da darf ich jetzt noch nicht drüber reden, weil es noch nicht wirklich offiziell ist. So. Vielen Dank für alle eure Glückwünsche. Vielen Dank dafür, dass ihr seit 4 Jahren Hoaxilla begleitet, dass ihr uns unterstützt mit Geschichten, mit Themen, dass ihr Anteil an denen nimmt, was wir tun. Hoaxilla hat für uns unser Leben verändert in den letzten 4 Jahren ganz massiv. Und wir danken vor allen Dingen für die Interaktion, für alle Zuschriften, für alle Twitter-Erwähnungen, für alles Mögliche. Auch wenn wir nicht immer auf alles sofort antworten können und das manchmal arg lange dauert, bis wir uns da durchgearbeitet haben. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede einzelne Rückmeldung und alles an Feedback. Und all diejenigen, die geunkt haben und gesagt haben, na, mit Hoaxilla geht's bergab Ende letzten Jahres. Das war eine nicht ganz einfache Zeit, die wir da hatten, aber das ist jetzt auch vorbei und Hoaxilla geht jetzt gekräftigt weiter in neue Gebiete hinein und ich hoffe, ihr begleitet uns dabei und wir hören uns zunächst mal in der nächsten Woche ganz normal, entweder am 23. beim Psychotalk, da könnt ihr mich zumindest schon mal hören, oder dann am 25. bei einer neuen Folge von Hoaxilla, dann allerdings 14 Tage Pause, da sind wir nämlich unterwegs, wie angekündigt, und danach geht es dann wieder weiter. Und also bis nächste Woche. Erstmal, wie immer, vielen Dank für alles, was ihr für uns getan habt und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoaxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2014. Immer sehr, sehr viel befahren war, sozusagen als Binnenmeer schon fast so gesehen. Einfach viele, viele Handelswege seit Jahrhunderten beinhaltet hat und natürlich eine Fundgrube für gesunkene Schiffe ausmacht, insbesondere weil ja auch Teile der Ostsee dann letztendlich internationales Gewässer sind und da niemand Hoheitsanspruch drauf hat. Was ich zum Beispiel auch witzig finde in dem Zusammenhang ist, dass der Zar, also Alexander, der dann ja hinterher ein schlimmes Ende gefunden hat, sich zum Beispiel über Schweden mit Champagner beliefern ließ. Mhm. Also kann man schon sehen, wie da die Handelswege waren und dass sich das auch durchaus gelohnt hat. Genau. Also so viel erstmal zu der Einordnung der Personen dieses Ocean X-Teams. Und Alexa sagte schon gerade, auf der Suche nach weiteren gesunkenen Schätzen hatten sie dann ein Sonarbild gefunden, einer Formation,
die, du hast es gerade schon gesagt, so aussah, als ob sie von Menschen geschaffen worden ist. Und dann begann eine, ja, sie haben eine Medienveröffentlichung, eine Pressemitteilung geschaltet, haben dieses Bild veröffentlicht. Und danach begann eine Berichterstattung sondergleichen. Ja, also wobei ich es ganz spannend finde, dass sie das eigentlich recht geschickt angefangen haben. Also sie haben natürlich nicht mit der Meldung aufgemacht, hurra, wir haben ein UFO gefunden, sondern sie haben immer nur gesagt, das kommt uns merkwürdig vor. Also wir glauben ja eigentlich auch nicht wirklich ein UFO, aber vielleicht doch. Und eigentlich muss die ganze Welt außer uns entscheiden, was es denn sein könnte. Es ist eigentlich sehr klug angefangen, weil natürlich jeder rumspekuliert hat, um was es sich handeln kann. Und wenn man sich da Bilder anschaut, also erstmal ist es da ganz schwierig, wenn man da die Bildersuche mal betätigt, die Spreu vom Weizen zu trennen, weil man auch unfassbar viele Bilder findet, die ganz eindeutig entweder sowieso gezeichnet sind oder irgendwie nachbearbeitet sind. Wenn man auf der Suche nach dem Original so Nahbild dann mal ein bisschen rumforscht, dann sieht man, dass man auf diesem Bild eigentlich gar nicht so viel erkennen kann und dass es voller Artefakte ist vor allen Dingen. Da kommen wir vielleicht auch noch mal nachher drauf. Mhm. Auf jeden Fall wurde relativ schnell unter den ganzen Leuten, die sich damit beschäftigt haben, die Parole ausgegeben, das Ding sähe aus wie der Millennium Falcon aus Star Wars. Mhm. Das ist also wirklich so ein ganz ikonografisches Bild, und legt natürlich nahe, dass es irgendwie ein Raumschiff ist. Und tatsächlich erkennt man da irgendwie auch runde Formen auf dem Bild. Man erkennt auch irgendwie so sehr, sehr gerade gezogene Rillen und Formen, die einem durchaus ein bisschen seltsam vorkommen können. In der Nähe von diesem großen, ungefähr 60 Meter im Durchmesser umfassenden Objekt befindet sich noch ein zweites, was ein bisschen so ähnlich ausschaut. Und die Jungs haben dann halt irgendwie so ihre Marktlücke gewittert und haben angefangen, diese Baltic Sea Anomaly großartig zu vermarkten. Es gab verschiedene Theorien dessen, was denn dort jetzt gefunden worden ist. Der Millennium Falcon war insbesondere in den amerikanischen Medien sehr, sehr schnell. Fox News hat dann berichtet und hat, wenn man denn den Millennium Falcon kennt und das Bild in die richtige Position dreht und dann im Zweifel zwar auch noch so ein paar Hilfslinien einzeichnet, dann ist man ganz schnell dabei, dass man sagt, jupp, das sieht aus wie der Millennium Falcon, aber natürlich ist es nicht ganz so einfach. Aber das war eine Theorie. Sehr schnell war man bei der Hand zu sagen, es handelt sich um ein abgestürztes UFO. Der skeptische Podcast aus Hamburg. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Hoaxilla, unserem skeptischen Podcast. Wir freuen uns sehr, euch zu dieser Premierenausgabe begrüßen zu können. Wir, das ist meine Frau Alexa. Hallo alle zusammen. Und meine Person Alexander. Zurück in die Zukunft! Ja, mit diesem kleinen Ausflug in die Vergangenheit dürfen wir euch an unserem vierten Geburtstag willkommen heißen zur 161. Episode von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer seit 4 Jahren an meiner Seite die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallo ihr da draußen. Und ich bin der Hoax-Master Alexander. Und wir werden nachher noch einiges zum vierten Geburtstag von Hoaxilla und vielen Dingen, die darum geschehen werden, berichten. Aber jetzt machen wir erstmal weiter in der Sendung. Der Woche. Auch in der Story der Woche kehren wir diesmal zu den Hoaxilla-Wurzeln zurück. Und das Thema ist genau wie in der ersten Folge
Coca-Cola. Und zwar geht es um eine Werbekampagne, die gründlich schief gelaufen ist, obwohl sie eigentlich eine ganz gute Idee war. Man wollte Mitte der 90er Jahre diese toll kurvig geformte Coca-Cola-Flasche wieder einführen und bekannt machen. Und da ist ein Werbeplakat gezeichnet worden, das erstmal natürlich mit dieser Flasche aufmachte, also ganz dick und fett und in der Mitte. Darüber war eine Sprechblase, da stand drin Feel the Curves. Und jetzt stand diese Coca-Cola-Flasche in einer Art Sockel oder einer Art Bett aus Eiswürfeln, was natürlich auch schön passt zu der Flasche. Nur hat sich derjenige, der das Ganze gezeichnet hat, einen Scherz erlaubt. Der hat nämlich in einer Ecke, wo man es relativ schwer erkennen konnte, so in einem der Eiswürfel eine Art Spiegelung versteckt, die einen Frauenkopf zeigte und gegenüber dieses Frauenkopfes befand sich ein Penis. Das heißt also, es sah so aus, als würde die gleich mit etwas anfangen. Genau. Und das ist zunächst überhaupt nicht aufgefallen, weil wahrscheinlich niemand genau genug hingeguckt hat. Nur als das Ganze schon veröffentlicht war, da ist das dann natürlich rausgekommen und alles musste zurückgerufen und vernichtet werden. Das hat bestimmt eine teure Schadensersatzklage für den Grafiker bedeutet, oder? Er wurde wahrscheinlich seines Lebens nicht mehr froh, wenn die Geschichte stimmt. Aber ein lustiger Gag, wenn es denn so gewesen ist. Ja. Na gut, wir klären am Ende der Sendung dann auf, ob diese Geschichte eine wahre oder eine erfundene ist und machen dann jetzt erstmal weiter mit unserem Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, das heutige Thema der Woche firmiert im Internet im englischsprachigen Raum unter dem Begriff Baltic Sea Anomaly, was man im Deutschen mit der Ostsee-Anomalie übersetzen würde. Und das ist schon eine relativ spannende Betrachtung, dass der englischsprachige Teil des Internets dieses Phänomen doch deutlich anders betrachtet als der deutschsprachige Raum des Internets. Das werden wir nachher nochmal herausarbeiten. Aber um was genau geht's denn, wenn wir von der Baltic Sea Anomaly sprechen? Zunächst mal um einen Zufallsfund. Mhm. Schatzsucher, ein Peter Lindberg und sein Kollege sind auf große Fahrt gegangen, irgendwo vor der Küste Schwedens im Sommer 2011. Und eigentlich waren die auf der Suche nach Wracks, von denen man sich versprach, dass da hochwertiger und uralter und furchtbar teurer Alkohol lagert. Das haben die schon mal auf diese Art und Weise durchgezogen in den 90er Jahren und haben das Wrack der Jönköping gefunden. Und da lagerte also tatsächlich ein Alkoholschatz, wenn man so will, der dann auch furchtbar teuer versteigert worden ist. Insofern hatten die da Blut geleckt und sind mit ziemlich professioneller Ausrüstung dann irgendwie da auf die Suche gegangen. Was sie dann aber entdeckt haben, war etwas ganz anderes. Die haben ein Sonarbild auf einmal zur Auswertung bekommen, auf dem man ein sehr, sehr großes, kreisrundes Objekt sah, was auf den ersten Blick, also wo jeder denkt, wenn er das Bild sieht, oh, das ist aber von Menschenhand gemacht, das kann keine natürliche Formation von was auch immer sein. Mhm. Und das war der Anfang dieser ganzen Baltic Sea Anomaly Geschichte, weil die dann natürlich nochmal das genauer wissen wollten. Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Champagner von der Jönköping, damit man das auch wirklich einordnen kann, warum man sowas macht. Denn die haben tatsächlich einige Flaschen Champagner dann von der Jönköping geborgen, die noch heile waren. Also es sollten sich da, wenn ich kurz ergänzen darf, 50 Kisten Champagner, 17 Fässer Wein und 67 Fässer Cognac drauf befunden haben. Und insbesondere der Champagner, davon wurden bei Christie's, bei dem bekannten Auktionshaus, 24 Flaschen verkauft. Und heute spricht man davon, dass die Flaschen, die es noch gibt, inzwischen einen Wert von 25.000 Euro haben, einen Sammlerwert. Damals sind die für, glaube ich, 7.000 Pfund verkauft worden bei Christie's. Also ein ordentlicher Reibach, den sie damals gemacht haben. Da das offensichtlich in ihre Kassen floss, hatten sie also auch genügend Geld, um diese Expeditionen, von denen wir jetzt dann sprechen, sich zu finanzieren. Also zunächst zumindest. Sie wussten also genau, was sie
tun und dass man davon auch oder damit auch Geld verdienen kann. Und das vielleicht zur Einordnung der Personen, um die es geht. Sie haben gegründet eine Firma, die sie relativ marketingtauglich Ocean X Team genannt haben. Das ist also das Team, was jetzt sich also auf die Suche nach weiteren Schätzen macht. Und natürlich, wenn man sich die Ostsee betrachtet, die ja eine weitere Theorie war, zu sagen, vielleicht ist es ein Geschützturm eines Kriegsschiffes, was gesunken ist in der Ostsee. Was macht man jetzt, wenn man all diese Vermutungen hat und ansonsten nur Bilder? Richtig, man versucht ein paar Proben zu nehmen, um sich auf den richtigen, hoffentlich den richtigen Weg zu begeben. Das wurde auch gemacht. Das Problem ist, dass die Auswertung der Proben scheinbar so ein bisschen mit den Erfolgsaussichten von Ocean Explorer oder Ocean X kollidierte. Es wurden dann Proben genommen, es wurde ein Herr Brückert zu Rate gezogen, der als seines Zeichens als Geologe dann natürlich seine Meinung abgeben sollte. Nur wurde er dann teilweise verkürzt zitiert. Und zwar so, dass es scheint, als sei auch er vollkommen überrascht von dieser Art Proben, die er da bekommen hat. Und als sei dieses Objekt an dieser Stelle völlig out of place und somit absolut ungewöhnlich und tatsächlich eine Anomalie. Aus der Eiszeit stammend, das haben Sie immer noch zitiert. Genau, das war dann immer noch mit drin. Tatsächlich ist es wohl so, Brückert sagte, dass hauptsächlich in den Proben Granit, Gneis und Sandstein vertreten war. Es wurde auch ein bisschen Basaltgestein gefunden und somit weist das Ganze ganz klar in eine bestimmte Richtung, die nun überhaupt nichts mit Flugscheiben oder UFOs oder wie auch immer zu tun hat. Es scheint wohl, so sind die Geologen verblieben, so zu sein, als sei es eine Gesteinsformation, die vulkanischen Ursprungs ist und dann über die Gletscherbewegungen, die genau in dieser Gegend massiv stattgefunden haben und die Landschaft auch stark verändert haben, dorthin transportiert worden. Das ist durchaus nichts Ungewöhnliches, das findet man recht häufig und macht natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung zunichte, da nun einen großen Reibach zu machen mit dieser Entdeckung. Insofern wurde das natürlich immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt oder aus dem Zusammenhang gerissen oder anders zitiert, sodass man den tatsächlichen Geologen und den Experten da auch Unrecht tut. Während sich die Leute aus dem Team Lindbergh und Konsorten dann hinterher auch ganz gerne mal als Opfer stilisiert haben, die dann sich quasi einer Hetzkampagne ausgesetzt sahen, weil sie weiterhin dran geglaubt haben, das sei nun eine Anomalie und da sei auf jeden Fall noch mehr zu untersuchen und noch mehr dran. Und sie hätten sich dann einer ja quasi schon rufschädigenden Kampagne gegenüber gesehen. Die Frage ist jetzt ja wirklich, was ist es denn? Ja, außer Spesen nichts gewesen oder ist da doch mehr dran? Man kann definitiv sagen, dass man es nicht genau weiß, aber die Aussagen von Herrn Brückert, wenn man sie denn mal ein bisschen ausführlicher zu Rate zieht, und es gibt dann nochmal Webseiten, die haben ihm einfach eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, Mensch, die werden da zitiert und so wie sie zitiert werden, klingt das so, als ob sie das für furchtbar ungewöhnlich halten. Und da war er dann relativ überrascht und hat dann aber sehr freundlich geantwortet, gesagt, na, ist ja schön, dass das mal einer hinterfragt. Nee, da ist gar nichts Ungewöhnliches dran. Also für Herrn Brückert besteht eigentlich kein Zweifel darin, dass es sich um eine natürliche Gesteinsformation handelt. Man sollte eigentlich meinen, dass es damit erledigt ist. Ja, weil dieses Objekt am Ende einer längeren Rille, so schien es auf den Sonaraufnahmen zu liegen, scheint. Und das sieht tatsächlich so aus, als ob das Objekt über den Meeresboden, das liegt ungefähr 90 Meter Tiefe, 87, 90 Meter Tiefe, so in dem Bereich, geratscht wäre, so möchte ich das mal vielleicht formulieren, und dann liegen geblieben ist. Also typischerweise das, was man sich vorstellen würde, wenn ein rundes UFO-artiges Objekt aufschlägt, rutscht und dann liegen bleibt. So deuteten dann einige Ufologen oder auch Leute, die sich die Sonaraufnahmen angeschaut haben, die Sonaraufnahmen. Andere haben
hat gesagt, natürlich sind UFOs völliger Blödsinn, das ist natürlich kein UFO, aber es ist doch ganz eindeutig, dass das ein Überbleibsel des verlorenen Kontinentes von Atlantis ist, denn das scheint eine Art Bauwerk zu sein. Man kann an einer Stelle sogar so eine Vertiefung sehen, die aussieht, als ob eine Treppe nach unten führt, also ein Eingang zu etwas, und da natürlich auch in der Ostsee Atlantis vermutet wurde, schon längere Zeit, kann man also ganz eindeutig sagen, das sei ein Überbleibsel von Atlantis. Eine weitere Theorie. Wenn ich diese Theorie gerne erzählen darf, Dr. Axel Stoll zum Beispiel fragen würde, was es sich bei der Baltic Sea Anomaly handeln würde, oder er würde sich das angucken, dann wäre er wahrscheinlich zutiefst davon überzeugt, dass es eine reichsdeutsche Flugscheibe ist, die Ende des Zweiten Weltkrieges in der Ostsee wahrscheinlich bei einem Erkundungsflug über Osteuropa und Russland abgestürzt ist. Und deshalb auch diese Absturzspuren, aber natürlich gibt es ja gar keine Alien-UFOs, sondern das sind alles Flugscheiben der Nazis, Haunebu-Flugscheiben. Das wären schön. Dann die von denen, da wird doch immer, wer war denn das? Der Byrd, Admiral Byrd, wird doch immer falsch zitiert. Und er habe gesprochen von irgendwelchen Fluggeräten, die sich blitzschnell von Pol zu Pol bewegen können. Genau. Das wären dann natürlich solche Flugscheiben, die dann wahrscheinlich auf dem Weg abgestürzt sind. Übrigens heißen die Haunebu, wie hat er das genannt? In dem Hanebu, ne? Nee. Hanibu Flugscheibe, also auf N24. Eigentlich müsste ja N24 als Haus- und Hofsender des Hörers das besser wissen. Der live aus Neuschwabenland sendet. Ja, genau. Aber in einer Dokumentation, oder war es NTV? Nee, ich glaube, es war NTV. Entschuldigung. Aber Sie sprechen von einer Hanibu Flugscheibe. Da muss man nochmal ein bisschen sauberer nachrecherchieren. An der Stelle. Aber das ist eine Theorie, die es auch gibt. Also eine reichsdeutsche Flugscheibe, die dort abgestürzt ist. Es gibt noch eine Theorie, die dann schon wieder ein bisschen, sagen wir mal, näher an der Realität ist. Es gibt nämlich einige Leute, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, okay, das sieht nicht natürlich aus, aber auch UFOs sind Quatsch, Atlantis hat es auch nicht gegeben. Und das war eine Theorie, die sich wohl auch eine gewisse Zeit gehalten hat, nämlich dass es ein Geschützturm eines Kampfschiffes, also eines Kriegsschiffes handelt, der sozusagen sich vom Schiff gelöst hat und dann zu Boden gesunken ist, was diese runde Form erklären kann und auch so diese Aussparung, weil da wäre dann letztendlich das Rohr, aus dem der Geschützturm schießt, eigentlich gewesen. Das ist jetzt nicht mehr vorhanden und das könnte auch erklären, warum es so einen Schacht nach unten gibt, weil das haben diese Geschütztürme auch mitunter auf Kriegsschiffen, sodass das also